Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elex. Ah, ich sehe schon, hier ist Schneeberge daneben. Deswegen sind hier die Alps. Ja, wir sind eigentlich auf dem Weg. Ich gucke nochmal hier rüber zu Kroni U4. Müssen uns natürlich noch ein bisschen durchschlagen. Sind hier schon auf zwei Alps gestoßen, die wir auch dankenswerterweise recht gut im Griff hatten, muss ich mal sagen. Ich werde mich mal hier noch in dem Gebäude umsehen vorher. Vorsichtig mit der Mine. So. Ich hoffe, hier rennen keine anderen rum. Ich laufe mal sicherheitshalber langsam. So eine Machtwelle, die nehmen wir mit, damit die die nicht kriegen. So, wir müssen sehr vorsichtig sein. Dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Puh. Geldbündel können wir verkaufen. Zigaretten ebenso. Und den Rechner können wir nicht benutzen. Das finde ich ziemlich doof. Ich wollte gerade sagen, da steht einer, aber das waren diese komischen Energiewände, Barrieren, was auch immer. Dort hinten geht's raus. Hier hinten. Ich guck mal bis kurz, ob hier irgendwas ist. Also die haben ja immer so eine Schutzschilde. Ich glaube, hier sind keine weiteren mehr. Warte mal, da ist ja noch, noch ein Machtstoß. Noch ein Macht. Nee, ist eine Machtwelle. Macht eine Welle hier. Oh, jetzt habe ich durch Schrott. Oh oh. Habt ihr das gehört? Da stampft, glaube ich, irgendwie so ein Bot rum. Ja, ich weiß, dass da ein Besen war zu mitnehmen, aber den will ich jetzt nicht haben. Anleitung. Für Energiespeicher. Oh, das ist verwirrend hier, sein Gelaufe. Und irgendwie ist gerade auch so die Grafik, ne? So das nachträgliche Einblenden von Inhalten hinter den Fenstern. Guck mal, da drüben steht noch einer. Okay. Gut zu wissen. Schlafen wollen wir nicht. Ein Flugblatt. Flugblatt Nummer 1. Das schauen wir uns mal an. Aber wir haben ja noch einen Lagebericht. Das Außenpost. Banditenüberfälle eingedämmt. Munitionsverbrauch hoch. Funkanlage noch immer defekt. Zunehmende Bedrohung durch Kreaturenpatrouillen erhöht. Kollateralschaden bei Übung. Akolyt Bernhard tödlich verwundet. Weitere Akolyten zur Ausbildung bei Patrouillengang als Verlust gemeldet. Nahrungsreserven aufgestockt, jedoch unzureichend. Ordnungsgemäße Ausbildung anhand der akuten Gefährdungslage unmöglich. Bitte um zeitnahe Aufstockung der Schlagkraft durch Mensch oder Maschine. Dirk Legat. Der Dirk. So, Flugblatt. Hatten wir schon mal. Buch mit Geschichten machen wir nochmal später. Das heißt, wir haben jetzt schon zweimal das alte Flugblatt. Blatt. Oh. So, von dort sind wir gekommen. Besen. Da sind wir auch. Hier sind wir hochgekommen, sehe ich gerade. Entschuldigung. Und das ist noch eine Kiste. Oder auch nicht. So, ich gehe mal jetzt noch nach oben. Oh. Ich mach das. Okay, das hast du gemacht. Okay, ich habe keine. Oh, die Ausdauer ist so ein Problem, ne? Jawohl. Die Ausdauer ist hier wirklich ein riesengroßes Problem. Aber es hat gut geklappt gerade eben. Das ist eine Sache, die wir... Sprengraketen. Ui. Langsam kommen wir in eine Richtung, die mir gefällt. Wir müssen auch in die Richtung. Ob es mir gefällt. Guck mal, wie viele da sind. Da sind zwei. Seht ihr die? Aber wir können die weitaus... Ups. Da steht einer. Und da unten auch. Ich
Ja. Hauptsache, der unten greift uns nicht an. Huch. Was war das? Oh. Irgendwas greift uns an. Ich sehe nichts. Okay, wir sind schon im Ziel. Aber ich speichere mal. Ich sehe nichts. Das ist ein Dicker. Und ich glaube, wir haben ihn, oder? Hat er uns? Nee, hat er nicht. Okay. Okay. Bloß den nicht aufschrecken. Boah. Puh. Also den brauchen wir überhaupt nicht. Den dicken. Ja. Ich hab doch gesagt, da ist ein sehr altes Buch. Oh. Secure Lock. Vielleicht ist ja in dem Buch ein Hinweis drin. Moment. Ist jetzt nur eine Vermutung. Wir hatten heute wieder einen heftigen Streit. Es fing wie immer mit irgendeiner Belanglosigkeit an. Wir leben nur noch nebeneinander her, aber nicht mehr miteinander. Ich habe das Gefühl, dass er mich manchmal absichtlich nicht verstehen will. Als ob wir zwei Fremde wären, die nur zufällig unter demselben Dach leben. Er würde mich nicht einmal wundern. Nee, es würde mich nicht einmal wundern, wenn er eine andere hätte. Nichts will er mir erzählen und explodiert bei der kleinsten Frage. Ich habe das Gefühl, gegen Wände zu laufen. Irgendetwas haben wir verloren. Ich weiß nicht, wann und wo, aber es ist weg und wird auch nicht wiederkommen. Es schmerzt mich zu erkennen, dass ich uns eigentlich schon aufgegeben habe. Heute kam etwas über ein Meteor im Radio. Wir haben zusammen am Frühstückstisch gesessen und alles fassungslos mit angehört. Was soll jetzt nur aus uns werden? Unsere Probleme erscheinen plötzlich so klein, so nichtig. Wir haben uns alles erzählt, jetzt ist es auch schon egal. Die Menschen fliehen und wir sitzen hier und reden über Beziehungsprobleme. Verrückte Welt. Laut Prognosen sollte der Meteor gestern einschlagen, noch ist nichts passiert. Vielleicht haben sich die Wissenschaftler doch geirrt. Aber vielleicht auch nicht. So, vielleicht finden wir hier noch einen Hinweis. Hier ist noch ein Klebeband. Ach, guck mal. Oh. Guck mal. Da sitzen sie. Ah, das ist ja cool. Da sind sie hier gestorben mit dem Meteor. Ich muss sagen, ich finde das cool. Also nicht, dass sie gestorben sind, sondern dass sie halt gemeinsam unabhängig davon gestorben sind. Also, dass sie da geblieben sind und für sich da geblieben sind. Schau mal, wir werden hier nicht getroffen. Hier ist ein Foto. Das sind doch eindeutig die Entwickler. Guck doch mal da hinten. Das ist ein Plakat von Gothic. Das sind Entwicklerbilder. Huch, da war doch noch ein Krug, genau. Da ist noch eine hochleistungsfähige CPU. Abgeschlossen. Ah, das war eine Quest von unserem anderen... Oh, guck mal hier. Oh, ist das süß. Das war die Quest von dem... na, sag schon, Kleriker, ne? Den wir auf dem ersten... Ja, ich hab den Namen von diesen Dingern da vergessen. Dieser Station, wo wir uns hochgehangelt haben. Von den Alps. So, hier ist nichts. Aber auch überhaupt nichts. Und anscheinend gibt es ja auch keinen. Oder? Doch, warte mal, hier ist noch. Hat er uns gesehen? Er hat uns gesehen. Verdammt. Das ist unschön. Kann er uns angreifen hier? Das ist keine Probleme. Nichts, was wir nicht lösen können. Geben Sie mir nur noch etwas Zeit. Ich gebe nicht auf. Ray! Ich hoffe, Ray kommt wieder. Ja, okay. Boah, das hat aber reingesemmelt gerade eben. Ich hoffe mal, ich kann überleben. Weil ich denke mal, das war eigentlich ganz wichtig, was wir da bekommen haben. So, komm.
einen Wein können wir uns gönnen. Wir müssen irgendwie in die Richtung abhauen. Das ist eine Richtung, wo keine Alps sind. Und er hat uns auch nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Huch, halt. Nee. Hier sind Brocken. Aber sowas von, die nehmen wir mit. Und Schrott ist ja auch noch. Okay. Hatten wir aber echt gerade Glück im Unglück. Wir müssen uns jetzt hier bloß dran vorbeischleichen. Ich nehme mal lieber den Weg in der Hoffnung. Das ist ein Zyklop, ne? Ach du Kacke. Wollen wir es mal probieren? Wir können ja mal testen. Ich mach das. Okay, mach das. Zeig mir, wie du es machst. Och nee. Oh, ich bin schon wieder fast tot. Ray? Ja, war klar. Ray? Der hat noch nicht mal eine Schramme. Der hat noch nicht mal eine Schramme. Renne, Batman. Komm, der, den, ich brauch den nicht. Ich brauch den nicht, wirklich nicht. Was haben wir hier? Hier ist irgendwie einer gestorben, habe ich das Gefühl. Oh, der ist ja noch hinter uns. Ah, verdammt. Schnell mal weg. Ich guck mal bloß, ob hier irgendwas ist, ja. Das sieht immer so einladend, geheimversteckmäßig aus. Aber es ist nicht einladend, geheimversteckmäßig. Und Ray, da ist Ray. Er kommt angeschwommen. Yeah, Ray. Also einen Zyklopen können wir definitiv noch nicht machen. Warum ist das hier auf immer so dunkel? Warum werden wir schon wieder angegriffen? Warum, hä? Oder ist die Gegend hier feindlich, weil es so kalt ist? Ah ne, der Zyklop ist da hinter uns her. Okay. Guck doch mal die ganzen Panzer hier. Der Typ ist immer noch hinter uns her. Oh, was haben wir denn getan? Oh cool, da ist eine Brücke. Oh, jetzt haben wir nicht mehr. Okay, jetzt können wir uns wieder ein bisschen verschnaufen. Ich glaube, da drüben müssen wir hin. Guck mal, da ist diese Station. Ich dachte, was ist das für eine Figur? So, den holen wir mal. Den Skeks. Das Biest kaufe ich mir. Okay, Ray, zeig's uns. Ja. Okay. Jawohl. Oh. Verschissener Bastard. Genau. Oh. Wir sind voll unterbrochen worden. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Da. Jawohl.
Puh, aber 5 Krallen, 7 Federn. Ja, da können wir natürlich richtig Kohle machen dann später, ne? So, ich gehe mal hier die Treppe hoch. Das lädt so richtig ein gerade. Wahrscheinlich ist es vollkommen verkehrt, was ich hier mache. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das kann doch echt nicht sein. Ray! Gleich 3. Das ist doch nicht wahr. Och, Leute. Warte mal, ich will jetzt nicht wegrennen. Oh, die sind gerade zurückgelaufen. Warum sind da auf einmal 3 von den Viechern? Oh, ey, das kann echt nicht sein. Vor allem ist es hier wirklich in der Nähe, ja? Irgendwo hier ist er. Oh, hier ist ein Teleporter. Und da ist er! Wir haben es geschafft! Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nordabessa. Ausführung negativ. Was ist los mit dir? Solltest du dich nicht reparieren? Negativ. Analyse, Zugang verweigert. Warum? In Ordnung, ich werde dir helfen. Also, was ist das Problem? Konverter, Zugang verweigert. Bewaffnung, kritisch. Verstehe. Sie wissen also, dass du keiner mehr von ihnen bist. Immerhin warst du klug genug, dich nicht von ihnen zerstören zu lassen. Wie steht es eigentlich um deine letzten Aufzeichnungen vor unserem Absturz in den Bergen? Analyse. Gleiter war im direkten Anflug auf primäres Missionsziel. Ursache des entstandenen Schadens durch Beschuss aus Bodennähe. Ausweichmanöver war nicht möglich. Woher genau kam der Beschuss? Analyse. Keine positive Identifizierung möglich. Es gab keine Anzeichen von Magie. Möglicherweise Outlaws, Kleriker oder Alps verantwortlich. Okay. Ich glaube, es waren Alps, ne? Es war eine Energiewaffe, wenn ich mich recht erinnere. Auch Alps? Was genau meinst du damit? Analyse. Mögliche Hinweise, dass eine Elex-betriebene Waffe verwendet wurde. Alps verwenden Elex-angetriebene Waffen. Warum sollten unsere eigenen Leute auf uns schießen? Motiv für Beschuss unbekannt. Analyse basiert auf Berechnung nach möglicher Art der Waffe. Keine exakte Identifikation des Angreifers möglich. Waren die Outlaws eventuell für den Beschuss verantwortlich? Analyse. Fähigkeiten und Verhalten der Outlaws schwer berechenbar. Keine Wahrscheinlichkeitsangabe möglich. Okay. Du meinst, es könnten auch die Kleriker gewesen sein, die uns beschossen haben? Analyse. Flug war über Berserkergebiet. Kleriker hatten wenig Grund, das primäre Missionsziel zu schützen. Berechnungen ergeben, geringe Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Kleriker. Also Alps. Definitiv Alps. Was ist mit den Berserkern? Sie hätten zumindest ein Motiv für den Beschuss gehabt. Analyse. Der Beschuss hatte keinen magischen Ursprung. Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Berserker sehr gering. Das heißt irgendwie alles und auch nichts. Ich besorge dir die Teile, die du brauchst. Was genau fehlt dir? Analyse, Waffensystemausfall, Steuerungssystem defekt. Und das Zeug finde ich in dem Konverter. Inventarprotokoll positiv. In Ordnung. Ich sehe mal, was ich machen kann. Okay. Ja, okay, was? Okay, was? Das heißt, wir müssen theoretisch in den Konverter. Ich guck mal kurz erstmal hin. Um zu schauen, für welches Level das denn... Willst du mich doch verarschen, Spiel, oder? Ich glaube... Was liegt da unten? Was da so bläulich schimmert, eure Blume? Die sind doch... Also... Ist doch nicht wahr. Wobei, ich könnte ja mal probieren... Guck mal, gleich haben wir sie getriggert hier.
Oh, Ray, geh nicht so dicht. Oh ja. Hey, tot. Was macht er da hinten? Guck mal. Das ist ja eine tolle Wache. Das. Oh. Oh nein. Nein. Wo kommt das jetzt alles? Nein. Ich will nicht dich im Fokus haben. Toll, der hat sich selber abgefackelt. Oh! Oh! So, komm. Oh! Oh! Ich muss schnell was essen. Oh! Der lebte ja noch. Ach du Heilige. Es ist machbar, es ist machbar, es ist machbar. Komm, das probieren wir nochmal. Warum kommt die denn auf einmal? Oh. Warte mal, erstmal kam von hier oben irgendeiner. Der da. Das Biest kaufe ich mir. Okay, Nummer 1. Das kann doch nicht Warzenschwein. So, da kamen sie natürlich alle, ne? Weil sie uns getriggert oder den Kampfmodus gesehen haben. So, jetzt probier's nochmal. Da kommt er. Oh, diesmal kommt er alleine. Ja, diesmal kommt er alleine. Okay. Machbar. Easy peasy. Ich dachte, Ray hätten... Ich dachte nämlich, Ray hätte ihm nämlich eine verpasst, ja? Aber es habt ihr anscheinend nicht gemacht. So, passt auf. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Okay, er hat uns noch nicht gesehen. Wir sind nicht im Kampfmodus. Und er geht wieder weg. Okay, ich mache hier ein Folgenpäuschen. Nein! 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 So, komm. Wo bist du? Och, Ray, du bist echt eine super Hilfe, nicht? Das Biest kaufe ich dir. Ich wollte echt hier eine Folgenpause machen. So, während Ray kurz ballert, baller ich mir hoffentlich hier was zu essen rein. So. Du kannst ruhig weiterballern, mein Freund. Okay, ich riskiere es einfach. Komm, ey, ihr Brutmutter hier. Ja, guck mal, siehst du, hat er sich schon... So, schnell. Schlag zu.
Komm, nimm mir die Aggro weg. Oh. Was bist du denn für ein Knut? Oh. Oh, 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 oh. Oh, schnell, schnell. Oh. Ja, 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 ja. Die Brutmutter ist tot. Nur 90. Oh Mann. Okay, aber jetzt wirklich. Jetzt mache ich ein Folgenpäuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich versuche mich da rein zu ackern. Es wird nicht gelingen. Ich weiß es jetzt schon. Aber man muss es probieren. Bis dahin, euer Firefox.